Jetzt sind die Leute hier schon alle versammelt und jeden Moment könnte es losgehen. Hier wird dann gegessen, Festsaal. Russisch geht anscheinend gut. Alles klar. Jo, jetzt rasten sie aus hier. Moin, liebe Leute, heute nehme ich euch auf eine Hochzeit mit. Und das ist eine ganz besondere Hochzeit, denn ich begleite nicht nur die Party, sondern auch die freie Trauung mit meinem Equipment. Das ist auf jeden Fall was Besonderes und in der Location werde ich nicht mit meiner Anlage spielen, sondern mit der Anlage vor Ort. Den Rest habe ich alles mit, Licht, Hazer, Nebel, Außenanlage natürlich für die freie Trauung und das Auto ist so gesehen fast voll, wenn man mal guckt. Sieht doch recht voll aus und es ist ein Platzwunder, ne, dass ich da noch meine Anlage reinkriege zusätzlich. Schon cool. Ja, dann lass uns mal los. Ich muss in 45 Minuten bei der Teststation sein. Es ist eine Kretze mit dem Testen, ne? Aber es wird schon. Das ist richtig gut organisiert hier. Man muss einfach nur reinfahren, kriege eben QR-Code, Stab in der Nase, fertig. Und jetzt kann ich in einer halben Stunde das Ganze per QR-Code nachgucken. 10.000 Mal besser als bei uns in Stur. Da bei diesem scheiß Teppich-Keyback, ne? Hier, eine Minute hat mich das gekostet, ne? Bei Teppich-Keyback 25 bis 30 Minuten mindestens. Denke ich sogar 35, wenn man echt Pech hat, dass man anstehen muss. Das ist viel besser. So, und jetzt bin ich pünktlich um 9:30 bei der Location und baue auf. Jo, ich bin angekommen. Hier sieht ganz nett aus. Schöne Fetenscheune, würde ich sagen. Festscheune heißt das. Und ich guck mal, dass ich auslade. Und ausgeladen, so ziemlich. Dann wird so hier getanzt, schätze ich. Hier ist die Bar. Und hier wird dann gegessen, Festsaal. Ja, schöne Sache hier, ne? Würde ich sagen. Und da kommt die Band hin. Und daneben stehe ich. Und hier stöpsel ich mich ein. Dann läuft das Ganze über die Anlage hier. Es sind überall Lautsprecher. Draußen kann sich das Ganze auch sehen lassen. Hier ist der Hof Rien. Draußen stehen noch ein paar mehr Autos, weil hier alle ausladen. Da drin wird das dann stattfinden. Daran sieht man, wie effektiv ich mittlerweile geworden bin beim Aufbauen, weil alleine das hier, allein das hat mich jetzt eine halbe Stunde gekostet. Ja, jetzt halt nur der Tisch, das Hinterlicht, also nur das Clublichtpaket und nicht das normale Licht. Und die Anlage ist halt von der Location her. So, und jetzt geht's ab zur freien Trauung. Da werde ich auch noch eine Anlage aufbauen. Ja, das Ganze sieht hier ziemlich malerisch aus. Hier mit Heuballen, auf denen man sitzt. Und ja, ersten Gäste kommen auch schon. Deswegen mache ich jetzt ganz schnell ein paar Aufnahmen. Hier so sitzt das Ganze. Und dann steht hier meine Außenanlage. Und hier sitzen die beiden dann. Und hier wird getraut. Da sind dann die Sitze. Jetzt sind die Leute hier schon alle versammelt. Und jeden Moment könnte es losgehen. Und dann bekomme ich das Signal zum Start der Musik. Jo, jetzt läuft hier noch Coldplay. Und die Braut und der Bräutigam sind ausgezogen. Und ja, hier ist gerade die Trauung stattgefunden. So, und jetzt baue ich auch ab. Ja, Wahnsinn, was die für ein Wetterchen hatten. Es ist wunderschön. Und ja, ich habe die Sache wieder im Auto. Jetzt geht's rüber in die Fire Location. Festscheune heißt das. Hof Rien in Uchte. Jo, bei mir läuft alles. Draußen ist auch Musik mit meiner Außenanlage. Die habe ich auch noch jetzt aufgestellt. Die hatten wir eh dabei wegen der freien Trauung. Und wie man sieht, ist die Band hier gerade am Aufbauen. Wir haben echt alles dabei heute. Freie Trauung, Band. Und was auch ganz geil ist, diese Location hat mega Licht am Start hier. Sound to Light und da kann ich ziemlich viel regeln, habe ich gerade gesagt bekommen vom Mitarbeiter hier. So, Perfektionist, der ich bin, habe ich jetzt noch hier das Basic-Lichtpaket an den Start gebracht. Tada! Yo, der Soundcheck hier ist im Gang. Ne? Ich glaube, ich drehe dann doch mal draußen komplett raus.
sonst hören die Gäste den Soundcheck zu laut draußen. Aber ich denke, technisch steht dem Ganzen nichts mehr im Weg. So, wie man hört, hier geht gerade der Soundcheck ab. Wer spielt? Klingt amtlich, ne? Jazzband so ein bisschen. So, jetzt läuft hier der nächste Song. Klingt wie aus dem Radio. Und was ich noch zeigen wollte, es gibt eine Gin- und Wodka-Bar. Und die Gin- und Wodka-Bar, die ist hier. Einmal die Gin-Ecke und dann hier die Wodka-Ecke. So sieht jetzt auch mein finales Setup aus. Ja, und die werden nach oben scheinen. Kann ich gleich mal zeigen. Da seht ihr die blauen Spots. Und natürlich hier auch am Start eine Candy Bar. Candy Bar. Und ja, ich finde die Band, die mag ich ziemlich gerne. Die spielen einen guten Sound, muss man sagen. Die Leute haben jetzt ihre Sitze eingenommen. Das Ganze sieht dann so aus. Und die Band spielt dazu. Vielleicht ein easy Job gerade, aber so easy ist er dann doch nicht. Ich muss die ganze Zeit zusehen, dass die Technik läuft und die Mikrofone am Start sind. Und ja, also trotzdem alles Stress. Darf ich mich hier nicht ausruhen. Und immer wenn die Band ausruht, muss ich direkt starten mit meiner Hintergrundmusik. Also man muss echt nicht meckern hier. Die Band, die ist ziemlich gut. Jo, ich habe hier gerade das Privileg, mit der Band zu speisen. Und so sieht das Ganze aus. Sagen, Upper Class Essen hier, das Beste von Hochzeiten, oder? Was sagt ihr? Schon eine der besseren Sachen. Jo, jetzt ist hier die Hochzeitstorte am Start. Mit Feuerwerk, sehr geil. Und schon der Candyman Musik. Jo, die Band ist am Start jetzt. Toll. Ja, noch ein easy Job. Die Leute tanzen hier. Und ja, die Band übernimmt jetzt noch bis 10. Und noch. Ja, ist noch eine Viertelstunde und dann übernehme ich. Ist gar nicht so einfach von der Band zu übernehmen, aber ich glaube, jetzt habe ich es langsam im Griff hier. Viele Jingle halt immer, ne? Aber ich glaube, die ganzen Leute sind nach der Band erstmal rausgegangen. Jo, kleiner Kommentar von mir hier aus dem Schnitt. Das war so, dass diese Anlage vor Ort, das habe ich erst später rausgekriegt, auf 90 dB gepegelt ist. Und 90 dB ist ja 10 dB unter 100. Ja, und 100 dB ist einfach normale Disco-Lautstärke. Und man sagt so, dass es die Hälfte von der gefühlten Lautstärke ist, die 100 dB haben würde. Heißt, ein Abstieg von 10 dB würde die Hälfte an Lautheit verursachen. Und das ist für Party extrem leise. Heißt, die Band hatte ihre eigenen Boxen da teilweise mit Monitoren und natürlich die richtige Abhöre, also die richtigen Sound, den sie sowieso machen, mit Schlagzeug und gib ihm. Und das war Disco-Lautstärke. Heißt, die werden an ihre 100 dB gekommen sein. Und nun kommt der DJ und legt mit 90 dB nach. Ist gefühlt halb so laut. Und es war echt schwer, die Leute da auf der Tanzfläche zu halten. Ich konnte spielen, was ich wollte, es war einfach zu leise. Die Anlage war top, kann man nicht sagen. Also ich habe das ja gesehen, was die da am Equipment am Start haben. Aber diese Anlage für eine Party auf 90 dB zu limitieren, dazu mehr nach dem Video. Ja, heute laufen Oldies ganz gut. Aber wenn wir ein bisschen frischer werden mit Seed. Es ist so scheiße leise, weil die Lautsprecher so weit hier weg sind. Ja, ich spiele halt immer gerne auf meiner Anlage, ne? Jo, gar nicht so einfach heute. Jetzt haben wir die Mädels. Für die Gästezahl ist die Tanzfläche leider etwas zu groß.
aber man sieht sie da tanzen. Alles klar. Also Russisch hier. Russisch geht anscheinend gut. Aha. Alles klar. Jo, die haben sich ein bisschen Spanisch gewünscht, war auch keine schlechte Idee. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Russisch heute so der Bringer ist und da habe ich leider keine Ahnung. Ja, der geht auch noch. Aber es ist echt schwer heute. Dieser Offbeat House, Romanian House, der bei den russischen Einflüssen heute eine gute Idee, glaube ich. Ich spiele jetzt so eine ausgedehnte Runde Romanian House. Geht voll gut. So, nach dem Brautstrauß geht es hier weiter mit ein bisschen American Rap. Ja, und eine Rockrunde. Es ist kaum einer mehr da. Ja, so eine Rockrunde läuft natürlich auch immer bei jungen Leuten. 30 sei mal jung. Ja, mal sehen, wie lange ich die noch am Zappeln lassen kann, die Farbe. Jo, jetzt rasten sie aus hier. Ja, jetzt habe ich sie nochmal alle mit Backstreet Boys. Es ist tatsächlich 3 Uhr und die tanzen. Ich glaube, jetzt schaffe ich noch bis 4. Jo, also jetzt kommen noch russische Tracks. Die gehen natürlich auch noch. Mal gucken, bis wann das heute geht. 4? Bei diesen russischen Sachen sind auch geile Sachen dabei. Ja, geil. Ja, mir gehen dann langsam die russischen Tracks aus. Ich habe noch einen. Dann habe ich alle gespielt, die er mir gegeben hat. Aber ich glaube, ich noch mehr aus alten Hochzeiten. Muss man da graben. Vielleicht sind noch viele Sachen. Ich habe mit der Braut gerade abgemacht, dass es nur bis 4 geht. Das reicht dann auch, würde ich sagen. Wir stehen ja so schon seit einer Stunde. Solange Leute hier auf der Tanzfläche sind, soll ich weitermachen. Heißt, es geht weiter. Jo, Charts werden jetzt auch noch mal rausgeholt. Jo, ich muss hier auch noch Bayern-Musik spielen als Werder-Fan. Das macht man nicht alles, ne? Und es ist jetzt kurz vor 5. Und gleich läuft hier der letzte Song. Wer hat an der Uhr gedreht? Jetzt geht's nach Hause. Ich habe noch die Candy Bar ein bisschen geplündert. Ich bin so fertig. Es ist 5:30, 6:30, tut mir leid. 6:30, 7:30 bin ich zu Hause. Eine Stunde Fahrt. Boy. Jo, hier noch mein Fazit von dem Abend. Ja, es war für den DJ echt schwer, da die Leute zum Tanzen zu halten und es war auf jeden Fall geschuldet der Lautstärke. War zu Hause dann doch ein bisschen zu müde, um noch ein Fazit zu machen. Zum Glück, also der Kunde war super zufrieden und die haben das ja auch in Kauf genommen, dass die Location da halt gesagt hat, 90 dB und nicht mehr. Da kann der DJ halt nichts dran drehen und das ist dann so. Im Nachhinein würde ich sagen, ich lege nicht mehr in Hofrien auf, auch wenn das eine geile Location ist. Auch wenn die richtig geil Licht haben und die Anlage top ist. Wenn du das bei 90 dB limitierst, dann tanzen die Leute am Ende nicht und der DJ ist schuld. Deswegen würde ich da nicht nochmal auflegen. So, mein Fazit, es ist schade, weil es echt eine geile Location. Das Essen, ne, auch Bombe, ist alles, ne, aber 90 dB ist echt wenig. Das hatte den Effekt, so die Band reißt die Hütte ab, DJ spielt alle von der Tanzfläche. Ah, unschön.
natürlich machen die das wegen der Nachbarn und das ist immer die gleiche Chose, wenn du mit einer Anlage vor Ort spielen musst. Wenn die dir nicht deine eigene Anlage zulassen, dass die da vor Ort ihre eigene Anlage haben und einen Limiter, der das Ganze leise macht. Und das macht einfach den Job richtig schwer. Du kriegst einfach eine Party mit leiser Musik nicht ordentlich in Gang. Ja, 90 dB, das ist echt eine Welt zu 100 dB. Also gefühlt doppelt so laut. Ja, und 100 dB ist einfach normale Disco-Lautstärke. Ich bin auch dafür, ja, wenn jemand irgendwie empfindlich ist, was das angeht, dass man dann halt ein bisschen leiser macht, so. Aber das ist halt immer noch lange nicht die Hälfte, ne? Man kann dann auf 90, 80% der gefühlten Lautstärke runterregeln, dann ist man immer noch auf 97 dB oder 98 dB, so, ne? Also, aber 90 dB ist eine Welt und das hat schon den Unterschied gemacht zu... Die Leute kamen auch zu mir, ey Junge, mach doch mal lauter. Kann ich nicht. Was soll man da machen, ne? Ich weiß halt, wie die Leute tanzen mit meiner Anlage, wenn mein Druck mit 100 dB ordentlich auf die Leute einschallt. Aber da kannst du nichts machen, außer dass du als DJ sagst, nö, ich spiele nur mit meiner eigenen Anlage, Punkt. Aber, ja, also im Grand Central hat man ja das gleiche Thema, die wollen immer, dass man mit deren Anlage spielt, aber die haben keinen Limiter drin. Die wollen nur, dass dann kein überkrasser DJ mit 110 Dezibel, da doppelt so laut wie Disco-Lautstärke ankommt und dann die Bude auseinander nimmt, ne? Das kann man auch verstehen, ne? Und als ich da letztens war mit meinen Boxen, das haben die komplett verstanden. Ja, mag ich nicht. Also, nicht normal. Kein Job mehr in Hofrieden. Sorry.